Hallo an das Jungfrauenkollektiv, ich grüße dich. Herzlich willkommen zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen heute mal, was im September auf die Jungfrauen zukommt. Worum geht es, was zeigt sich und welchen Impuls kannst du hier vielleicht mitnehmen? Solltest du im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendenten Jungfrau sein, dann könnte hier eine Botschaft für dich drin sein. Ich lege das keltische Kreuz und ja, bezogen auf den Monat September. Zur Info vorab, es ist natürlich eine kollektive Kartenlegung. Es kann nicht alles mit dir resonieren, also bitte auf deine persönlichen Themen und Anliegen ummünzen. Und solltest du interessiert sein an einer privaten Kartenlegung nur bezogen auf dich, dann kannst du unten in der Beschreibung schauen. Da ist die E-Mail-Adresse, da kannst du dich melden. Da findest du alle Infos zu den Kartendecks und zu meinem Instagram-Kanal, zu meinem Telegram-Kanal. Falls du da Interesse hast, da werde ich auch regelmäßig immer Impulse posten, Karten ziehen, nur für den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, starte ich jetzt. Wenn du das Mischen und Auslegen überspringen möchtest, dann schau doch unten im Timeslot und dann sehen wir uns gleich. Und ich verbinde mich mit dem Jungfrauenkollektiv, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent und dem Monat September. Was kommt auf die Jungfrauen zu? Worum geht es? Was zeigt sich und welche Botschaft darf ich hier weitergeben? So, meine Lieben, liebe Jungfrauen, das Erste, was ich tatsächlich gespürt habe während des Mischens und Auslegens, ist, dass meine Hände ganz warm wurden. Und vielleicht ist es so, dass die Hände besonders im Monat September für dich auf irgendeine Art und Weise relevant sein könnten. Vielleicht machst du viel, vielleicht erschaffst du Neues, vielleicht kreierst du etwas handwerklich, wie auch immer. Kreativität, es ist so, ich werde wirklich zu den Händen geleitet. Es geht um etwas anzupacken, erschaffen, kreieren, wie auch immer. Massieren kann alles sein. Das ist aber das Erste, weil es ist warm geworden und das, was du machst, das wird dir Spaß machen. Weil es ist wie eine Heilung für dich, eine innere Heilung. Es ist, als würde dein inneres Kind geweckt werden, weil es hier wirklich wieder um was geht, um was Kreatives. Das ist so das Erste, was ich hier bekommen habe. Wir schauen jetzt mal, was sich hier zeigt. Spiegelung des Themas. Acht der Stäbe und das Schiff. Und das zeigt mir, dass es hier um Neuigkeiten geht. Neuigkeiten, die rausgehen von dir. Neuigkeiten, die dich aber auch erreichen. Und es kann gut sein, dass es hier um eine Veränderung geht, egal in welcher Beziehung in deinem Leben. Ich würde dir direkt mal eine Klärungskarte ziehen auf das Schiff. Guter Herr. Und auf die Acht der Stäbe.
und fahr auf das Geld. Ja, vielleicht geht es hier wirklich um eine Beförderung, eine neue Tätigkeit. Vielleicht geht es hier um eine Veränderung, die mit anderen Menschen zu tun hat, eine Kooperation. Vielleicht geht es hier um Nachrichten, Neues miteinander zu erschaffen. Vielleicht geht es aber auch um Kommunikation, um eine Rede halten, einen Vortrag. Vielleicht ist hier wirklich der gute Herr, das kann aber natürlich auch ein Mann oder eine Frau sein, das kann ein Lehrer sein, ein Professor, jemand, wo du dir vielleicht guten Rat einholst oder mit dem du zusammen etwas machst. Vielleicht erhältst du aber gerade von ihm auch eine Nachricht. Ich bekomme gerade das Wort Bewunderung rein, also entweder bewunderst du diese Person oder aber diese Person, die dir viel gibt und die du sehr wertschätzt, die bewundert dich oder ja, schenkt dir Anerkennung, weil dieses unverhoffte Geld, zum einen kann es hier wirklich um finanziellen Zuwachs sein, dass du hier wirklich, dass deine Finanzen in den Wachstum gehen, aber es kann ja auch, wenn es um das Thema Anerkennung geht, der Selbstwert damit gemeint sein. Es geht dir vielleicht aber auch um eine Reise oder um einen Ausflug zu dieser Person zum Beispiel. Ganz gleich, es ist hier etwas, wo Schwung in die Sache kommt. Was kreuzt es? Der Herrscher, das Kreuz. Was kreuzt es? Ich bekomme gerade durch, es kann gut sein, dass etwas in dieser Sache oder in dieser Thematik unerwartet auf dich zukommt. Und da gilt es, wirklich in der Stabilität zu bleiben und sich selbst treu zu bleiben. Wenn es hier um vertragliche Angelegenheiten geht, gilt es hier wirklich, das Kleingedruckte zu lesen, bekomme ich. Und es ist so, dass du achtsam sein sollst, mit dem, was du möchtest und dass du es klar formulieren sollst. Also natürlich von der astrologischen Komponente, wir haben den rückläufigen Merkur, da ist es sowieso sinnvoll, wirklich auf Vertragliches zu achten und die Kommunikation im Blick zu haben, weil dafür steht der Merkur natürlich auch für technische Sachen. Aber ich bekomme es hier wirklich auf Verträge, Vertragsabschlüsse, Abmachungen, Kommunikation, Klärung von Themen und da gilt es halt besonders nochmal ein Augenmerk drauf zu legen. Deine bewussten Gedanken dazu. Sieben der Schwerter. Sieben der Schwerter ist für mich so ein bisschen diese Energie von das ist interessant, das ist so ein bisschen dieses Gefühl von wow, das, was hier passiert, das ist total toll, aufregend, aber am liebsten würde ich mich doch zurückziehen. So ein bisschen wie Lampenfieber. Es ist die Karte von sich davonstehlen, das ist die Karte des, am liebsten würde ich doch im Hintergrund bleiben, anstatt auf der Bühne zu sein, obwohl du hier so der Veranstalter bist. Das bekomme ich hier gerade so. Es ist so ein bisschen die kalte Füße bekommen, aber halt in den Gedanken. Es ändert jetzt nichts daran, an deiner Handlung, aber es ist so ein bisschen dieses, dass du dir Gedanken machst, darüber manchmal einfach nur dich zurückzuziehen. Oder vielleicht ist es so, dass du den Rückzug gerade auch besonders brauchst oder dass du denkst, dass du ihn brauchst. Unterbewusst, wieder die sieben der Stäbe. Okay, das ist spannend. Wir haben hier im Bewusstsein sieben der Schwerter, im Unterbewusstsein sieben der Stäbe. Also es ist schon für dich, egal worum es hier geht, schon herausfordernd. Ich bekomme es aber nicht als, dass eine schlimme Situation auf dich zukommt. Das ist eigentlich was Schönes, aber es fordert dich dennoch heraus. Vielleicht musst du oft dich verteidigen, in deiner Meinung dich durchsetzen, viel regeln. Also es ist schon so eine Herausforderung, aber es ist eigentlich ein schönes Thema, so bekomme ich das. Was haben wir denn hier in der Vergangenheit? Das bestätigt meine Aussage. Wunderschön. Etwas in der Vergangenheit, was jetzt noch relevant ist, der Stern. Das heißt, es ist etwas, was du dir eigentlich schon lange gewünscht hast. Das ist hier wirklich eine Wunscherfüllung, die du, wo du den Samen in der Vergangenheit in die Erde gepflanzt hast und jetzt ist die Blume draußen und du denkst dir, wow, das ist so cool und irgendwie
Es ist aber doch ziemlich viel und macht sehr viel mit dir auch emotional, weil wir haben ja auch die Kelche. Zum einen werden die Kelche hier gefüllt mit Wasser, aber man schüttet sie halt auch wieder aus und es ist so, dass halt viel Energie und viele Emotionen in dir da durch dieses Thema hochgeholt werden und getriggert werden, aber halt eigentlich sehr positiv, weil du daran wächst und es ist halt eine Wunscherfüllung für dich. Was haben wir hier noch? Wir haben hier als nächstes, liebe Jungfrauen, was kommt auf dich zu im September? Wir haben den Hierophant, göttliche Führung, göttliche Fügung, spirituelle Lehrerschaft bekomme ich, wow, okay. Spiritueller Mentor aber auch. Und die Routen. Diskussion, also Kommunikation könnte echt ein Thema bei dir sein, liebe Jungfrau. Es ist schon ein sich durchsetzen, ein liebevolles sich durchsetzen und seine Meinung vertreten. Eine Klärung auf den Hierophanten, die große Hoffnung, großes Wasser. Also das ist eine positive Karte. Das geht hier wirklich weiter in die Wunscherfüllung. Es kommt etwas, es fügt sich so, wie du möchtest. Auf die Routen. Erwartungen. Ja, deine Erwartungen. Und da bekomme ich aber eher, dass deine Erwartungen bezogen auf andere hier vielleicht nicht ganz erfüllt werden. Also wenn du hier etwas, egal worum es geht, wie gesagt, wir sind hier bei vielen Nachrichten, es geht um eine Wunscherfüllung, dann erreichst du die, du gehst in den richtigen Weg, es nimmt dich schon emotional mit und es kann sein, dass du dir von deinem Umfeld mehr Begeisterung gewünscht hättest oder mehr liebe Worte. Also, dass sie sich eigentlich mehr auf deinen Erfolg oder auf das Positive, was du hier erreichst, konzentrieren, aber vielleicht ist es so, dass einfach viele sagen, ja. Da hätte ich jetzt aber mehr erwartet. Oder ja, bist du sicher, dass du das machen willst? Also eher, dass dein Umfeld vielleicht schon eher im Negativen ist. Und das ist so ein bisschen, wo du denkst, boah, ganz ehrlich, ich bin hier voll in meiner göttlichen Führung. Ich habe hier so ein Meisterwerk erschaffen. Oder ich bin hier einem Thema so nahe. Es passiert hier ganz viel aktuell in meinem Leben, was eigentlich super ist, was super Chancen, Möglichkeiten sind. Wie kann es sein, dass du jetzt irgendwie nur das Negative siehst? So ein bisschen diese Energie bekomme ich, aber jetzt nicht schlimm. Dann schauen wir uns doch mal hier deine Einstellung an. Ja, Königin der Schwerter. Du bist hier bereit, deine Meinung zu vertreten. Wieder Kommunikation, also darauf achten, dass das nicht zu scharf ist, die Kommunikation, sondern schon mehr. Vielleicht ein bisschen mehr die Kelch-Energie einladen, aber du bist hier bereit zu kämpfen für das, was du möchtest. Was kommt denn von deinem Umfeld? Das haben wir eben schon gesehen, der Wagen. Viele helfende Hände, viele Meinungen, viele Menschen. Also es kann gut sein, dass du wirklich unterstützende Hände hast, unterstützende Menschen. Ich bekomme hier tatsächlich wirklich gezeigt, schwarzes Pferd, weißes Pferd, die Dualität. Und das zeigt hier so ein bisschen eben hier der Hinweis auf die Routen. Du hast hier Menschen, die sind so begeistert von dir, die treiben dich voran, die schwingen mit dir auf einer Welle und sagen, boah, das ist so cool. Die anderen gibt es aber auch, die sagen, ja, wie ich eben schon gesagt habe, eher so negativ oder die dunkle Seite der Münze dann doch eher betrachten. Deine Sorgen, Hoffnungen, Wünsche und Ängste in diesem Monat. Ei, der Schmerz, der Herzschmerz, drei der Schwerter. Das sind hier die Selbstzweifel. Wo kommt das denn her? Also für mich bekomme ich die Karte jetzt wirklich in dem Monat auch die Selbstzweifel. Ne? Dieses so, habe ich nicht genug gegeben? Ist das wirklich richtig so? Hätte ich es anders machen sollen? Und du möchtest da aus diesem emotionalen Strudel eigentlich wirklich raus. Du möchtest auch auf diesen sich ständig rechtfertigen in der Kommunikation oder mit einer Gruppe, mit einem Umfeld. Da hast du keine Lust mehr. Da möchtest du rausgehen.
Also du möchtest ja wirklich wieder aufhören zu kämpfen und dass es mehr in einen Fluss kommt, mehr in einen Flow kommt und dass man dich so sieht, wie du bist und deine Ansicht auch so akzeptiert, wie du sie hast. Liebe Jungfrauen, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier als Ergebnis im September für dich? Vier der Münzen und der Ring. Also diese Kombination finde ich interessant. Ich bekomme die eher beklemmend. Es geht hier vielleicht um einen Vertrag, der sich nicht so gut für dich anfühlt. Es geht hier aber vielleicht um Finanzielles, dass vielleicht kommt eine unerwartete Ausgabe, die du nicht auf dem Schirm hattest. Vielleicht muss man hier einen Vertrag abschließen und der ist doch teurer, als man das so gedacht hat. Oder wie gesagt, der kommt komplett unerwartet. Das ist so dieser typische Fall von die Waschmaschine geht kaputt und man muss da jetzt auf einmal einen ziemlichen Haufen Geld bezahlen oder das Dach muss repariert werden oder wie auch immer. Und das ist wirklich ein Vertrag, den man hier eingeht, wo man merkt, na, ich weiß nicht, ob sich das so gut anfühlt. Irgendwie sitzt es beklemmend auf der Brust, das bekomme ich. Weil was mir gerade gezeigt wird, wir haben hier wirklich die Münze, die wird vor die Brust gehalten, so ein bisschen als Schild, als Schutz. Es ist natürlich auch die Karte des Festhaltens an Materiellen. Ich kläre mal die vier der Münzen. Großes Glück. Ja, das zeigt mir, dass man jetzt hier schon an etwas festhält, was man erschaffen hat. An seiner Meinung natürlich hier auch festhält. Aber es ist so ein bisschen, dass du daran klammerst und festhältst und hoffst, dass das gut wird, hoffst, dass das weiterhin gut wird, weil das ist ja schon in einer guten Richtung. Der Ring. Hauptperson. Also egal, auch wenn du als Mann zuguckst, dann betrifft das immer auch dein Gegenüber. Okay, es kann auch sein, dass du hier so viel Geld, Zeit, Muße, Kraft, Wert in eine Sache gesteckt hast, sodass dein Fokus jetzt eigentlich wieder mehr auf dein Privatleben gehen sollte und gehen muss oder du weißt es. Und vielleicht ist es so, dass du diese Balance gerade, du kriegst es nicht hin. Also du willst es natürlich, aber du willst halt auch gerade ganz viel in was anderes reinstecken. Es ist so wie dieses nicht loslassen können von dem einen, wo man ganz viel Zeit reingesteckt hat, aber man weiß, es muss auch so sein, du willst es auch, aber es fällt dir halt ein bisschen schwer. Das ist so diese Energie, die ich bekomme. Ich ziehe hier noch eine Gefühlskarte für dich. Alles ist gut. Dann haben wir eine Sonne, ein Sonnengesicht drauf. Wir haben hier aber auch die Regenwolken, die aber weggehen. Das heißt, das wird sich hier alles wieder klären. Emotional wirst du auch wieder ins Gleichgewicht kommen. Du wirst dir wieder mehr Zeit freischaufeln und die Sonne scheint hier wieder. Auch gerade im Bereich, wenn es um Zuneigung, Harmonie geht, um das Familiäre. Das ist so das, was ich hier bekomme. Also da wirst du definitiv wieder in die Leichtigkeit kommen. Meine liebe Jungfrauen, wir schauen jetzt mal hier am unteren Kartenrand. Ei, Rat des Schicksals, wieder eine große Arkana. Diese Energie begleitet dich und das zeigt nochmal dieses Auf und Ab der Emotionen, der Gefühle, der Ereignisse. Es zeigt aber auch, dass das Rad sich hier weiter dreht und es ist hier wirklich auch gelegt. Über dem Hierophanten, das ist hier geführt. Das, was hier passiert, ist geführt. Daran darfst du wachsen, positiv, das ist etwas Schönes. Es bringt dich auf deinen Lebensweg weiter. Sehr schön. Eine Überschrift für den Monat: Openness. Ich habe wirklich gerade so das Gefühl, dass sich dir im September ganz viele Türen und Möglichkeiten öffnen. Allen Dingen, wenn du es schaffst, wirklich auch innen offen zu sein und offen mal auch auf dein Umfeld zuzugehen. Also es ist wirklich so dieses, vielleicht machst du etwas, was du vorher noch nicht gemacht hast. Vielleicht triffst du dich mit jemandem, tauschst dich mit jemandem aus, wo du eigentlich immer so Interesse hast, aber irgendwie nie gemacht hast. Vielleicht machst du es jetzt und dadurch
entstehen neue Möglichkeiten. Es ist so, dass auch das deine Gefühle positiv beeinflussen wird. Und dadurch, dass wir hier ganz, ganz viele Sternzeichen oder eigentlich alle Sternbilder präsent auf der Karte haben, zeigt es auch der Austausch mit vielen Menschen, was wir hier schon zu Beginn auch liegen haben, aber mit vielen ganz unterschiedlichen Menschen. Sehr spannend. Ich würde noch eine Botschaft vom Universum für dich, für den September, für meine Jungfrauen mir wünschen. Eine Botschaft für die Jungfrauen für den September. Ja, was habe ich gesagt? Ganz viele Menschen, ganz viele Kommunikation, Community. Ja, das ist es, ne? Es sind zwei Karten rausgefallen. Also, im September geht's wirklich um ganz viel Austausch, ganz viele Menschen, ganz viele Ereignisse mit anderen, mit unterschiedlichen Menschengruppen. Happiness, das wird aber toll. Das wird toll, das wird dich erfüllen und da darfst du jetzt hier wirklich eigentlich gehen die Positivität, wirklich. Sei offen, hab Spaß und genieße es, dich mit diesen Menschen zu verbinden. Wow. Liebe Jungfrauen, vielen, vielen Dank. Vielleicht macht es für dich Sinn, zu Beginn des Monats, Mitte und am Ende einfach nochmal diese Legung zu hören, damit du es auf dich nochmal umlegen kannst und dir immer wieder einen Impuls holen kannst. Ansonsten bedanke ich mich von Herzen fürs Zuschauen, fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit hier dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen September und ganz viel Freude. Alles Liebe und bis ganz, ganz bald. Mach's gut.